Ich glaube, das ist auch ein wunderbarer Übergang zu unserem nächsten Thema, nämlich die Regulierung von Fintech-Modellen. Und ich würde da vielleicht auch gerne noch einen Kommentar dazu geben. Also die Frage ist natürlich auch, wenn es sozusagen mehr nachvollziehbar wird, ist das überhaupt sinnvoll oder nicht? Und ich würde nur ein Beispiel nennen, wo es vielleicht nicht sinnvoll sein kann, dass ich es nachvollziehen kann. Es gab ja in der letzten Finanzkrise auch eine gute Nachvollziehbarkeit, was ich tun muss, um ein bestimmtes Credit Rating zu bekommen. Und wenn ich den Algorithmus so gut verstehe, dass ich sozusagen das machen muss, um ein AAA-Rating zu bekommen als Privatkonsument, dann bekomme ich vielleicht alle Kredite, die ich möchte. Aber für die Bank oder den Finanzdienstleister wird es immer schwieriger, wirklich ein gutes Risk-Modell aufzubauen, weil jeder sozusagen genau versteht, was er machen muss, um den Algorithmus eben auszutricksen. Also das könnte auch ein Argument sein dagegen. Aber wie man das nun regulieren kann oder sollte oder nicht, wird uns jetzt gleich Dr. Christian Konreder erzählen. Christian ist Associate Partner bei Rödl & Partner. Wenn man ihn googelt, habe ich gerade noch mal auf dem iPhone vorher gemacht und habe gesehen, kommt der erste Eintrag gleich bei der Fintech Week und sozusagen, also ich finde es sehr beeindruckend sozusagen, dass heutzutage, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber jedenfalls Juristen auch sozusagen an der Grenze der Technologie sind und sich damit auseinandersetzen. Er leitet bei Rödl & Partner den Bereich Kapitalmarktrecht, beschäftigt sich vor allem mit Banken und Kapitalmarktrecht und den Bereich Zahlungsverkehr. Er hat auch promoviert, ganz interessant zum Thema verfassungsrechtlicher Schutz von Aktionärsrechten. Und er schreibt auch am Fintech-Handbuch mit, habe ich gerade gesehen. Zumindest wird das auch bei Google direkt angezeigt, wenn man nach Dr. Christian Konreder googelt. Und ich bin sehr gespannt auf den Vortrag. Vielleicht noch kurz vorab, wir würden es so machen, dass wir jetzt den zweiten Vortrag hören, die Diskussion haben, dann erstmal kurz nochmal 10 Minuten Pause machen, dass jeder vielleicht, der möchte, nochmal kurz rausgehen kann. Und dann würden wir wieder anfangen nach den 10 Minuten. Was haben wir heute vor? Was habe ich als kleine Agenda mitgebracht? Einmal ein Versuch einer Definition, was sind eigentlich Fintechs, was verbirgt sich hinter dem Wort? Ich möchte dann auf Geschäftsmodelle eingehen, welche Geschäftsmodelle gibt es? Jetzt redet der Jurist schon, das ist ein Problem mit der Technik. So, nachdem wir die Technik geklärt haben, was sind häufige Geschäftsmodelle von Fintechs? Wie geht die BaFin? Ist es die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also die Organisation, die Banken, Finanzdienstleister beaufsichtigt? Wie geht die eigentlich mit diesem neuen Thema Fintech um? Und gucken uns dann drei Geschäftsmodelle von Fintechs im Einzelnen an, nämlich wie diese reguliert werden und welchen bankenaufsichtsrechtlichen Vorschriften hier diese Modelle unterliegen. Das werden sein einmal das Thema Crowdinvesting, Robo-Advice und moderne Zahlungsmethoden, sowas wie Sofortüberweisung oder Zahlen mit der App. Irgendwie ganz funktioniert, glaube ich, noch nicht. Jetzt greife ich mal hier so ein. Genau, was sind Fintechs? Vielleicht zu der Frage. Fintech setzt sich zusammen aus Financial Services und Technology. Das sagt noch nicht genau was darüber aus, was Fintechs sind. Vielleicht die ersten Fintechs sind entstanden Ende der 90er Jahre. Das ist so ein Beispiel für PayPal, was wohl mit eines der ersten Fintechs war. Über die haben wir ja heute schon gesprochen. Dann kamen viele Fintechs im Zuge der Bankenkrise 2008. Nach der Bankenkrise konnten einige Banken besonders risikobehaftete Geschäfte nicht mehr durchführen und darauf haben sich dann einzelne Unternehmen spezialisiert und einen Teil der Wertschöpfungskette von Banken abgebildet. Und das ist, glaube ich, für Fintechs ganz symptomatisch, dass Fintechs sich speziell einen Aspekt aus der Wertschöpfungskette herauspicken, den besonders gut machen, aber nicht wie eine Bank beispielsweise die gesamte Wertschöpfungskette bespielen. Ich glaube, ich muss jetzt einfach hier runter scrollen. Ja? So, jetzt habe ich das durchschaut. Jetzt kommen wir zu den häufigen Geschäftsmodellen von Fintechs. Ich scrolle weiter. Häufige Geschäftsmodelle. Was gibt es da? Einmal die alternativen Bezahlverfahren. Zahlen mit der App kennt irgendwie jeder, auch wenn wir noch auf Apple Pay warten. Ein typisches Beispiel ist zum Beispiel Sofortüberweisung.
automatisierte Finanzportfolioverwaltung. Dahinter verbirgt sich im Volksmund Robo-Advice, also automatische Vermögensberatung. Und das ist, glaube ich, ein klassischer Anwendungsfall, auch für künstliche Intelligenz, wo wir es damit zu tun haben. Dann das Thema Blockchain, hier auch schon mehrfach gefallen, mit Bitbond beispielsweise. Dann das ganze Thema rund um die Crowd, Crowdfunding, Crowdinvesting, Crowdlending. Das gucken wir uns nachher noch in Ruhe an. Auch ein sehr beliebtes Geschäftsfeld von Fintechs. Dann ganz unten links, kaum zu sehen, InsurTech, also Versicherungen, haben wir eben auch schon was zu gehört. Dort versucht man, die Wertschöpfungskette von Versicherern anzugreifen, viel im klassischen Maklerbereich, was früher Versicherungsmakler gemacht haben, soll versucht werden, beispielsweise in einer App abzubilden. Aber, und das finde ich auch hochspannend, auch die ersten InsurTechs fangen an, eigene Versicherungslizenzen zu beantragen. Und das ist auch besonders. So, diese Lizenzen werden nicht so einfach von Unternehmen beantragt. Hier fangen aber junge Unternehmen an, solche Lizenzen zu beantragen, beispielsweise eine Cyber-Risk-Versicherung. Dann automatisierte Anlageberatung, das geht in die Richtung Robo-Advice, RegTech, auch ein großes Schlagwort. Was verbirgt sich dahinter? Junge Unternehmen, die helfen, Banken bei ihren regulatorischen Pflichten, die sie haben, zu unterstützen. Virtuelle Währungen, Pay, zum Beispiel ein Fintech aus Hannover, die haben eine ganze Einkaufsstraße in Hannover ausgestattet, dass ich da mit Bitcoin zahlen kann. Ja, also vielleicht ein Ausflugsziel für den nächsten Lehrstuhlausflug. Mittelstandsfinanzierung, ein großes Thema. Alles, was unter das Thema Verkauf von Forderungen geht. Ein Problem für viele kleinere Unternehmen, dass die Rechnungen erst spät bezahlt werden. Die verkaufen die Rechnung, bekommen sofort einen Teil der Rechnung und ein Dritter treibt das Geld für die Rechnung ein. Rund um das Thema Sparen, auch was viele Fintechs beleuchten, klassischerweise Tagesgeldkonten, Kontoinformationsdienste, das ist sowas, diese Multi-Aggregation von verschiedenen Konten in einer App und das Thema Banking-IT. So, auch wenn die Fintech-Branche etwas anders ist, viel jünger und nicht so wie Banker in grauen Anzügen mit Krawatten, unterliegen sie dennoch den gleichen aufsichtsrechtlichen Regelungen. Ja, es gibt in Deutschland da keine Ausnahmen, auch wenn ich so etwas mache, auch in einem coolen Umfeld. Ich muss mich mit der Regulatorik auseinandersetzen und ich muss diese auch beachten. Bei uns gibt es nicht diese Idee der Regulatory Sandbox, wie beispielsweise in England, dort von der britischen Aufsicht gehegt. Das ist ein Modell, wo man in Kooperation mit der Aufsicht erst einmal etwas in so einer Art Sandbox im Sandkasten erbringen kann, in Abstimmung mit der Aufsicht. Ich muss mich dann aber noch nicht den vollen aufsichtsrechtlichen Pflichten unterwerfen. Erst wenn ich eine gewisse Größe überschritten habe, muss ich auch die entsprechenden Erlaubnisse beantragen. So etwas gibt es bei uns in Deutschland nicht. Das ist umstritten. Natürlich viele Gründer fänden das toll, weil ich dann einfach mal was ausprobieren kann. Geschäftsmodelle, kommen die überhaupt an? Das sagt man in Deutschland, nein, das soll es nicht geben. Vor allem spielt da das Stichwort Verbraucherschutz eine Rolle. So, der BaFin, also der deutschen Finanzaufsicht, ist das Thema Fintech nicht abhanden gekommen. Die BaFin hat sich ab 2015 intensiv mit dem Thema Fintech auseinandergesetzt. Man hat sich um einen adressatengerechten Umgang bemüht. Man gibt Unternehmen Hilfestellung in diesem Bereich. Es ist auf der Internetseite der BaFin ist ein eigener Bereich für Fintechs entstanden, wo sich Gründer informieren können, was zu beachten ist. Das ist mit so einem kleinen Kontaktfeld auch versehen. Und die BaFin bemüht sich da schon aus meiner Sicht sehr um Kommunikation, veranstaltet auch regelmäßig, wie zuletzt im April 2018, eine sogenannte BaFin-Tech, um auch mit jungen
Unternehmen hier in Kontakt zu treten. Dazu ist auch ein ganz neues Referat bei der BaFin entstanden, an das sich gezielt junge Gründer wenden können. So, wenn wir das erstmal als Grundlage haben, werde ich jetzt auf einzelne Geschäftsmodelle eingehen, um mal zu erläutern, wie diese reguliert werden müssen. Und das erste Geschäftsmodell, was wir uns dort angucken, ist das der alternativen Bezahlverfahren. Bei den alternativen Bezahlvorgängen liegt typischerweise die Ausgangssituation so, dass diesem keinem Zahlungsinstrument zugrunde liegt, beispielsweise eine Kreditkarte, sondern dass direkt auf das Konto zugegriffen wird. Und ein klassisches Beispiel für so etwas ist beispielsweise Sofortüberweisung. Ich weiß nicht, wer hat das schon mal genutzt? Ja, einige. Oder auch Bluecode, dass man mit so einem Strichcode quasi bezahlen kann. Aufsichtsrechtlich, und jetzt kommt die erste Juristenantwort, ist es folgendermaßen zu betrachten: Es kommt immer darauf an, es kommt auf die vertragliche Gestaltung des konkreten Zahlungsdienstes an. Im Grundsatz kann man sich merken, wenn ich Geldbeträge annehme und die über mich laufen lasse und ich erst einmal diese Geldbeträge, die eigentlich einem Dritten zustehen, bildlich gesprochen in der Hand habe, dann habe ich meist eine regulierte Tätigkeit nach dem sogenannten Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz. Das ist das ZAG, da muss ich eine sogenannte ZAG-Lizenz beantragen. Wenn ich das Geld nicht in der Hand habe und ich lediglich technische Infrastruktur für die Initiierung der Zahlung zur Verfügung stelle, habe ich unter Umständen Glück, dann bin ich ein sogenannter technischer Dienstleister und brauche keine Erlaubnis. Und ein neuer Fall, der jetzt ab 2018 das erste Mal im Gesetz ist, das ist nämlich der sogenannte Zahlungsauslösedienst. Das ist quasi Sofortüberweisung, der erstmals ab 2018 reguliert wird, der Aufsicht unterstellt wird. Hintergrund ist, dass man bei Sofortüberweisung ja seine persönliche PIN und TAN für das Konto einfach Sofortüberweisung zur Verfügung stellt, die dann diese Überweisung bei der Hausbank durchführen. Und da hat man gesagt, das ist eigentlich ein so heftiger Eingriff, dass man so welche Geschäftsmodelle auch regulieren möchte, zumal auch die Bank überhaupt nicht weiß, wer in diesem Moment eigentlich auf das Konto zugreift. Ist das Sofortüberweisung oder ist das der Kunde selbst? Das ist nicht mehr nachvollziehbar und solche Geschäftsmodelle sollen darum reguliert werden und werden der Aufsicht zukünftig oder sind jetzt schon der Aufsicht unterstellt. Na, richtig tiefer will er jetzt nicht mehr hier. So. Ein weiteres Modell oder ein Geschäftsmodell ist das sogenannte Robo-Advice, die automatisierte Finanzportfolioverwaltung. Hier links ein Kunde, der wendet sich an eine Plattform, an den sogenannten Robo-Advisor und das Depot liegt bei einer Depotbank bzw. Verwahrstelle. Also da liegen die Aktien oder die Fondsanteile, über die man verfügt. Der Ablauf bei so einem Robo-Advisor ist folgendermaßen: Der Kunde beantwortet, wenn er sich bei diesem Robo-Advisor anmeldet, anhand eines webbasierten Fragebogens Fragen zu den persönlichen Umständen, zu den Anlagezielen und anlagerelevante Kenntnisse und Handelserfahrungen gibt er preis. Basierend auf diesen Informationen erstellt der Algorithmus die Anlagestrategie oder ein Musterportfolio. Vielleicht nochmal der Unterschied zwischen Portfolioverwaltung und Anlageberatung. Bei der Anlageberatung bekomme ich eine Empfehlung für beispielsweise eine Aktie, kaufe Daimler. Und bei der Portfolioverwaltung wird mein Portfolio, also mein Depot, aktiv durch den Verwalter gemanagt.
Und zur Verwaltung des Depots erteilt nämlich dieser Kunde dem Verwalter eine sogenannte Bevollmächtigung, eine Vollmacht, dieses Depot managen zu dürfen. Und die Frage ist, auf solche Geschäftsmodelle haben viele Fintechs entwickelt, gehört so etwas reguliert? Wie verhält sich das mit den aufsichtsrechtlichen Vorschriften? Und das gucken wir uns jetzt einmal an. Und solche Modelle sind in der Regel erlaubnispflichtig nach § 32 KWG, Kreditwesensgesetz. Das ist die Finanzportfolioverwaltung, die ist dort als sogenannte Finanzdienstleistung geregelt. Und entscheidend wird hier darauf abgestellt, ob die Anlageentscheidung im eigenen Ermessen des Verwalters, also des Algorithmus in diesem Fall beruht und von diesem auch selbst durchgeführt werden kann. Das ist dafür entscheidend, ob die Finanzportfolioverwaltung vorliegt. Mache ich hingegen nur irgendwelche Vorschläge oder Ideen für Anlagestrategien, bin ich unter Umständen aus dem Tatbestand des § 32 KWG raus. Und das ist für uns Juristen dann auch immer spannend, wie kann man solche Konstruktionen umgehen, dass ein Fintech hier eine Erlaubnis braucht. Beispielsweise bestehen dann die Möglichkeiten, mit Partnerbanken zusammenzuarbeiten, die einen sogenannten Haftungsschirm zur Verfügung stellen. Das geht natürlich auf die Marge des Fintechs, weil dafür verlangen Banken Geld. Andererseits haben sich Banken teilweise auch darauf spezialisiert, genau solche Services Fintechs anzubieten. Eine andere Möglichkeit ist, beispielsweise mit einer bankrechtlichen Auslagerungskonstellation hier zu arbeiten. Der letzte Punkt, und Lars, das ist ja auch so ein bisschen euer Forschungsgebiet, ist, glaube ich, dieser ganze Bereich Crowd, was die Crowd betrifft, Crowd-Investing, Crowd-Funding, diese ganze Terminologie gerät auch manchmal so ein bisschen durcheinander. Und das Modell des Crowdfunding, auch wenn es gut klingt, ist auch gar nicht so eine junge Idee. Hat jemand eine Idee, wann es die ersten Crowdfunding-Projekte gab? Ich würde sagen, die Freiheitsstatue, oder? Ja, sehr gut, genau. Die Freiheitsstatue wurde quasi durch Crowdfunding finanziert. Die Franzosen haben die Statue dem Staat New York geschenkt. Es musste bloß noch ein Sockel errichtet werden. Ja, und ich glaube, es waren die Ausläufer der Weltwirtschaftskrise. Der Staat New York hatte eigentlich kein Geld. San Francisco hat schon gesagt, dann nehmen wir mal die Statue und bauen die bei uns auf. Und da hat der Herausgeber der New York Times, der Herr Pulitzer, gesagt, naja, das kann ja nicht sein. Jeder, der spendet, und wenn es nur ein Dollar ist, wird in der New York Times einer Liste veröffentlicht. Und so ist der Sockel finanziert worden. Und das soll wohl eines der ersten Beispiele für Crowdfunding, Crowdinvesting sein. Was wir uns unter aufsichtsrechtlichen Punkten hier angucken, ist das sogenannte Crowdinvesting. Und das ist ein Markt, der sich zu einer schon relevanten Größe auch ausgebaut hat im Fintech-Segment. Crowdinvesting-Plattform, der stark in den letzten Jahren gewachsen ist und meist auf einer Ausgestaltung mit sogenannten Nachrangdarlehen funktioniert. Und das ist auch ganz wichtig, genau wie diese Konstruktionen aussehen müssen, damit sie derzeit nicht unter die Regulierung fallen, weil es kommen eine ganze Menge an möglichen Tatbeständen aus aussichtsrechtlicher Sicht hier in Frage. Einmal das Vermögensanlagengesetz. Wenn ich Vermögensanlagen nämlich herausgebe, gehört da meist ein Prospekt zu, wo sich der Anleger auch umfassend informieren kann. Das ist für Anwälte eine tolle Sache, weil können sie über 120 Seiten schreiben und sind erstmal 3-4 Wochen beschäftigt und können damit eine Menge Geld verdienen. Das ist eigentlich super. Fürs Crowdinvesting gibt es da allerdings Ausnahmen. Dann das Kreditwesengesetz. Wenn ich nicht einfach ein Darlehen herausgebe, das darf ich eigentlich gar nicht. Darum muss es ein Nachrangdarlehen sein. Das Nachrangdarlehen ist für mich aber dann immer problematisch, weil es in der in
bei der Insolvenz des Unternehmens quasi Eigenkapital gleich ausgestaltet ist. Das ist aber hier erforderlich, um die KWG-Erlaubnis zu vermeiden. Und dann haben wir auch immer noch ein Thema mit dem sogenannten Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, dem ZAG. Das heißt, es dürfen über die Plattform keine Zahlungen abgewickelt werden. Das muss einmal durch den, durch den Investor geschehen, durch den Anleger und das Geld direkt an dem zu dem Investor transferiert werden und die Plattform darf da nicht zwischenstehen. Dann die Frage, wie komme ich um diesen Prospekt drumherum, dass ich den nicht machen muss und damit nicht den Anwalt beauftragen muss. Da hat das Vermögensanlagengesetz eine Privilegierung, eine Ausnahmevorschrift. Die Vermögensanlagen dürfen 2,5 Millionen nicht überschreiten und müssen über eine Internetdienstleistungsplattform, und das ist wohl die Crowdinvesting-Plattform, abgewickelt werden. Und der Anlagebetrag des jeweiligen Investors darf im Grundsatz 1.000 Euro nicht überschreiten. Er darf nur dann bis 10.000 hochgehen, wenn der Investor erklärt, dass er sich besonders des Risikos bewusst ist und nachweist, dass er über so viel erforderliche Mittel verfügt und notfalls hier einen Verlust verschmerzen kann. Genau, das war's. In aller Kürze ein Galoppritt durch das Aufsichtsrecht. Ja, vielen herzlichen Dank. Und wir haben auch noch eine tolle Fragefolie. Also ich glaube, es ist, Punkt 1 ist richtig, unter Regulierung stöhnen alle Akteure am Finanzmarkt. Das sind aber sowohl Banken, die auch nicht hinter der Regulierung hinterherkommen. Zum Jahr 2018 ist gerade die MiFID II-Regulierung beispielsweise in Kraft getreten. Ab diesem Zeitpunkt müssen bei der Anlageberatung sämtliche Telefongespräche aufgezeichnet werden. Das heißt, jetzt auch Datenschutz, wieder eine schöne Sache. Alle Banken zeichnen sämtliche Telefonate über Order oder Beratungsgespräche auf. Ich glaube, unter dieser Regulierung haben beide Lager zu leiden. Einmal Banken, aber klar auch Fintechs. Ich glaube aber nicht, dass die Regulierung daraus oder aus dem Grunde geschieht, um beispielsweise innovative Geschäftsmodelle zu verhindern. Das ist immer das Ziel des Verbraucherschutzes, aber ich bin auch da ein Stück weit Ihrer Meinung. Ich glaube, das kann damit nicht immer verfolgt werden, dieses Ziel, und schießt auch manchmal zu dieser These, würde ich mich hinreißen lassen, über das Maß hinaus. Genau, ich muss dann halt diese Lizenz einmal beantragen. Das ist ein großer Aufwand, was man da hinschicken muss. Wir haben darüber uns auch unterhalten. Ja, das ist auch schon mal mehrere Akten Papier, ja, wo ich alles genau beschreiben muss, was für Systeme habe ich, was für ein IT-System habe ich, was passiert, wenn dieses IT-System plötzlich kollabiert wird oder mit Hackerangriffen versehen ist. Ich brauche interne Kontrollsysteme, was man unter Compliance, interne Revision etc. versteht. Das ist ein immenser Aufwand, der gerade für junge Unternehmen am Anfang relativ schwierig ist. Aber dann, um das auch richtig zu verstehen, versuchen wir es nicht zu umgehen. Aber das sind dann so Modelle, beispielsweise mit so einer Partnerbank oder so, wie es zum Beispiel auch, über das wir eben gesprochen haben, das Fintech N26, diese neue Bank gemacht hat, die haben am Anfang auch mit einer etablierten Bank, so einer sogenannten Challenger-Bank, die darauf spezialisiert ist, Fintechs zu unterstützen, kooperiert, um schnell das Geschäftsmodell hochzuziehen und das machen zu können, und haben dann im Laufe des Geschäftsmodells selbst diese Banklizenz beantragt. Also Regulierungsarbitrage, das ist ein Thema, wobei wir eigentlich in der EU aufgrund der Richtlinien schon ein sogenanntes Level Playing Field haben.
also ein gleiches Recht, das ist immer mal in Nuancen unterschiedlich. Aus Drittstaaten ist es immer sehr, sehr schwierig, das nach Deutschland herein zu passporten. Aber es gibt de facto schon immer noch Unterschiede. Wir merken das jetzt gerade, wir beschäftigen uns intensiv mit der Blockchain-Technologie, beispielsweise mit ICOs. Und zum Beispiel wird eine virtuelle Währung in Deutschland als ein sogenanntes Finanzinstrument angesehen. Das heißt, wenn ich damit Handel betreibe, betreibe ich eine Finanzdienstleistung. In Österreich, darum gibt es zum Beispiel in Deutschland keine Bitcoin-Automaten oder kaum Bitcoin-Automaten. In Österreich ist der Bitcoin aber kein Finanzinstrument, sondern eine Ware. Und da hätte man beispielsweise ein klassisches Beispiel dafür, dass auch viele Bitcoin-Automaten zum Beispiel in Österreich stehen. Also das ist jetzt so ein konkretes Beispiel. Bei den größeren, bei den Banken, richtigen Kernbanken, aufsichtsrechtlichen Themen lohnt sich Aufsichtsarbitrage nicht. Ein weiteres Thema ist jetzt gerade, was im Bereich des Crowd-Investings passiert. Das ist teilweise unterschiedlich in allen oder in vielen europäischen Ländern gehandhabt. Dort kommt jetzt aber auch ein Richtlinienentwurf oder ein Verordnungsentwurf, der zum Beispiel dieses Thema europaweit vereinheitlichen soll, um dann beispielsweise auch für die Plattformen grenzüberschreitend tätig zu sein. Also, Punkt 1, BaFin. Ich gehöre zu den Anwälten, die kein BaFin-Bashing betreiben. Ich arbeite gerne mit der Aufsicht zusammen und ich finde es eine tolle Behörde. Sage ich immer, und da stehe ich auch zu. Aber es stimmt, in manchen Bereichen ist es gerade extrem schwierig, was zum Beispiel der Bereich Kryptowährung angeht. Da ist es, sagt die BaFin auch selbst, immer ist nur der Einzelfall entscheidend. Es gibt kaum Veröffentlichungen. Da ist es wirklich schwierig im Moment Rechtssicherheit für den Mandanten zu erlangen. Ja. Und das ist ein erhebliches Problem, was wir gerade im Bereich der Kryptowährungen, ICOs haben. Das ist extrem schwierig in dem Bereich ist. Dann das zweite Stichwort API-Banking und dazu gehört das Stichwort PSD2 in meinen Augen. PSD2 ist die Zahlungsdienste-Richtlinie 2. Die sagt, wenn ich auf diese Schnittstellen jetzt zukünftig zugreifen möchte und mir die Daten und Informationen holen möchte, dann muss ich zukünftig reguliert werden. Einmal als sogenanntes Zahlungsinstitut, wie dieser Zahlungsauslösedienst. Oder auch wenn Apps es machen, brauchen die zumindest zukünftig eine Registrierung. Das ist so eine, ja, vereinfacht könnte man sagen, Zahlungsinstituts Lizenz Lite, um dort zugreifen zu können und sich auch an der Bankenschnittstelle auszuweisen, ich darf mir hier diese Daten holen. Darum ist da, glaube ich, schon hat der Gesetzgeber da was Richtiges und Wichtiges erkannt, dass da was passiert. Gut, ich würde sagen, die Zeit ist knapp und ich bedanke mich erst einmal recht herzlich für den Vortrag. Wir würden jetzt 7 Minuten Pause machen, uns vielleicht 14.25 Uhr wieder treffen und dann geht es erstmal weiter mit Ingo Fiedler und dann Dirk Zetsche.